Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich euch, wie man aus so einem trockenen Kranz einen wunderschönen Herbstkranz macht. Mit Grün, mit Erika, Äpfelchen, ganz viel tollen Materialien. Gleich geht's in den Arbeitsbereich und dann folgen die Details. Kennst du das? Man hat zu Hause einen Kranz, der ist zwar eigentlich nicht schlecht, aber toll ist er eigentlich auch nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, passend zum Herbst, dass wir dem jetzt einfach mal ein bisschen Leben einhauchen und schön begrünen. Und ich war mal wieder im Garten unterwegs, wie so oft, und habe hier ein bisschen Konifere gefunden. Die nimmt man auch für Weihnachten oft, aber die kann man eigentlich auch super in den Herbstkranz reinarbeiten. Habe ich mir so gedacht. Und dann habe ich die einfach mal ein bisschen in Stücke geschnitten. Und das ist ein schönes Grün, das hält ganz toll. Und das kann man ja dann einfach mal auf diesen Kranz ein bisschen draufwickeln. Das heißt, wir kriegen den schon grün und schön. Toll ist die Konifere, auch wenn die so schöne Beerchen hat, diese kleinen Früchte. Das sieht richtig schön aus. Und damit das alles gut passt, mein Beschluss war, dass dieser Kranz so ein bisschen in Weiß und Rosé. Ich habe hier ein bisschen Hortensie, eine Hortensie, die jetzt etwas ausgereifter ist und wo ich noch so schöne Blüten habe. Wenn die so richtig rascheln und fest sind, dann sind die ganz toll, dass man die auch in Kranz machen kann. So im Herbst, wir nennen es immer vergrünen, wenn die dann von dem Rosé in Grün wechseln. Der Ansatz ist hier schon da. Ich habe hier noch ein bisschen Pfeffer und Moos und Äpfelchen. Ja, und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, und ich nehme diese Koniferenstückchen, die habe ich jetzt schon ein bisschen abgeteilt und lege die an meinen Kranz an. Also man kann von diesem Kranzkörper ruhig ein bisschen was sehen, weil der sieht ja nicht schlecht aus. Aber ich wickel da auch ein bisschen was drauf. Der Anfang vom Wickeln, wie immer, ich nehme den Draht, nicht brutal fest wickeln, sonst reißt er ab. Nehme den Draht und verwickel den einfach miteinander. Und das Ende, das kann ich jetzt nochmal abschneiden mit der Drahtschere. So. Und dann nehme ich hier die Koniferenstückchen und kann so ein bisschen gucken, dass ich die... also ich würde immer so wickeln, dass ich... Hier sind ja die Enden und dann lege ich diese frischen Stückchen über die Enden drüber. Weil die Enden wollen wir eigentlich nicht so sehen. Und mache so eine lockere Wicklung. Und... so, ich kann ja auch hier ein bisschen was von dem hellen Material sichtbar lassen. Ja, ich will nicht alles zuwickeln. Ich kann auch partiell mal innen was wickeln, je nachdem. Es gibt ja auch mal wie so Lücken im Kranz. Also es muss gar nicht immer alles so uniform aussehen. Und was wir auch mit reinmachen können, ach, das ist auch später noch, ich habe auch Hirse. Das ist auch was Interessantes, ja, ist eigentlich so, war bei den Gräsern im Großmarkteinkauf dabei. Ist immer schön, ich gehe mal selbst auf den Großmarkt und ich lasse mich fast nicht beliefern. Und das Schöne ist daran, da kann ich mir immer die Sachen aussuchen, die es so saisonal gibt. Und ich finde es total klasse. Dann sehe ich auch den Jahreszeitenwechsel. Weil jetzt gibt es eben diese schönen Herbstsachen zu kaufen. Und das ist einfach toll, wenn man die selber immer aussuchen kann. Ja, ich habe gar nicht so viel Konifere. Deswegen muss ich ein bisschen wirtschaften. Aber das reicht eigentlich auch ganz locker. So. Der Part ist jetzt schon gewickelt. Was ich jetzt noch machen kann, ist ein paar Farbakzente. Ich habe hier noch sowas Struppiges. Das ist Euphorbia spinosa. Das ist auch ein, sehr, sehr schön, um ein bisschen Leben in den Kranz reinzubringen. Es hat hier auch so kleine Ästchen. Wenn man die ein bisschen anschält mit dem Messer, dann sind die so schön hell. Und wenn man hier so eine kleine Lücke hat im Kranz, dann kann man einfach so ein bisschen Spinosa drüber legen. Und ich lege das auch ganz gern mal hier rein. Das, so ein Kranz lebt ja immer vom Materialmix. Da sind immer ganz viele Materialien dabei. Und das finde ich auch ganz toll so.
und auch der Kranzkörper ist ja noch gut sichtbar. Ich habe hier ein bisschen Pfeffer, den lassen wir auch mal mitkommen. Und ich habe jetzt kommen ja die schönen Eriken, diese winterharten Eriken. Bei mir fallen die leider auch den Kränzen und den Blumensträußen zum Opfer. Aber Deko ist Deko. Und schön ist eigentlich, wenn man die wickelt und nicht klebt auf den Kranzkörper, weil wenn sie dann mal trocken sind und man will eine frische reinmachen, dann kann man wieder einfach eine frische Erika schneiden und kann auch wieder wickeln. Das macht viel mehr Sinn, als zu kleben. Oder kleben geht auch, aber kleben geht eigentlich nur. So, jetzt nehme ich ein bisschen weiße Erika. Ich versuche die Materialien schön zu verteilen. Und dadurch, dass ich das auch zum Teil mal außen anlege, bekomme ich auch ein bisschen mehr Volumen in den Kranz. Das ist sehr schön. Und ich mische auch die Farben ein bisschen. Dann habe ich hier noch eine Hirse. Die Stiele und die Blätter sind natürlich trocken geworden. Die brauche ich nicht. Aber die Fruchtstände von der Hirse, die verwende ich sehr gerne auch. Ja, so langsam gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, es lebt immer so ein bisschen von der schönen Anordnung der Materialien, von der Mischung. Und also was ich tatsächlich am Schluss kleben werde, ist die Hortensie. Wohl nee, die wickeln wir auch. Ich schneide die auch mal dazu noch. Einmal mal die Hortensie. Das Schöne ist, das teilt sich ja hier so, die Hortensienblüte. Das heißt, ich kann die Stücke einfach nehmen. Und wenn ich diese Stiele habe, dann kann ich auch die Hortensie schön wickeln und kann so ein bisschen überlegen, wie ich die anordne. Ja, die nehmen wir gleich mit rein. Und meine Vorstellung war jetzt einfach, dass dieser Kranz in so einem schönen Rosé-Weiß-Materialmix ist. Ich würde jetzt hier zum Beispiel kein Orange mehr dazu machen, es sei denn, du bist ein totaler Fan von kunterbunten Kränzen. Aber den würde ich jetzt wirklich so in dieser Optik auch lassen und auch nachher ein passendes Band dazu wählen, dass das auch eine gewisse Farbharmonie ergibt. Ach, die Äpfelchen, da kommen am Schluss noch welche dazu. Jetzt nehme ich noch eine Hirse hier auf der Seite und dann Hirse, ein bisschen Hortensie. Die Hortensienstiele, die verberge ich ein wenig, dass die so verschwinden. Cool, es wird immer schöner. Die Erika ruhig relativ tief abschneiden, weil auch das Grün, also unterhalb der Blüte, macht sehr schöne Wirkung und füllt auch schön im Kranz. Also nicht nur die Spitzen nehmen, sondern wirklich also sehr tief abschneiden. Das ist eigentlich sonst schade um dieses schöne Material. Das können wir auch ganz toll verwenden. So, jetzt wickle ich nur noch mal ein bisschen die Hortensie rein, weil wie man hier so sieht, steht die sonst so ab. Und die soll sich ja auch dem Kranzkörper schön anschmiegen. Deswegen wickle ich da doch noch mal locker drüber. Und auch selbst wenn die antrocknet, dann bleibt die schöner in dem Kranz drin. Selbiges mache ich auch noch mal hier mit der Hortensie. Ja, das ist jetzt perfekt. So, jetzt habe ich natürlich vom Wickeln, jetzt habe ich nur den Draht. Das heißt, ich nehme mit dem Daumen mache ich eine Schlaufe, gehe mit der Drahtrolle wieder dahin, wo ich herkomme, die Richtung, und habe dann dadurch zwei Enden und kann den Draht einfach miteinander verwickeln. Also auch in den Workshops wird immer wieder gefragt, was mache ich jetzt, um am Schluss diesen Draht festzukriegen. Das Schöne ist, im Video kannst du einfach nochmal zurückspulen und nochmal gucken. Die Teilnehmer, die fragen es natürlich sehr oft. Ich habe jetzt noch ein bisschen Moos mitgebracht, habe auch meinen Heißkleber an, den ich mal kurz aus den Tiefen meiner Arbeitsplatte hole.
und klebt noch ein, klebt die Äpfelchen auf Moos. Man braucht, um die Äpfelchen zu kleben, einen weichen Untergrund. Und weil wenn man die jetzt auf den, auf diesen Kranzkörper kleben wird, dann würden die auch relativ schnell wieder den Abgang machen. Und ich würde die auch so drauf legen, dann hat man eine längere Fläche, wo die kleben. Ich würde sie eher kleben, als sie mit einem Holzstöckchen da quasi reinzuspießen. Das würde ich dann nicht machen. Weil wenn man den Apfel verletzt, geht er schneller kaputt, wie wenn ich ihn klebe. Schön, geben ganz tolle Farbakzente auf diesen Kranz, die Äpfel. Finde ich sehr, sehr schön. Hier habe ich auch noch eine schöne Lücke, wo ich dann ein Äpfelchen noch kleben kann. Mit dem Heißkleber, das ist so ein bisschen Übung, das Moos dann zu nehmen. Natürlich die schönste grüne Seite unten. Den Heißkleber nicht auf die Finger, bitte. Das ist nämlich böse. Ich kann da von zahllosen Brandblasen berichten. Und die Äpfelchen, das sind auch so Deko-Äpfelchen. Also die sind nicht aus dem Supermarkt und ich würde sie auch nicht essen. Die bekommst du beim Floristen oder im... Aber die sind wirklich nur für Dekorationszwecke geeignet. Ja, ich suche mal extra die kleineren raus, weil je kleiner, desto schöner lassen die sich hier natürlich einarbeiten. Dann machen wir hier noch einen hin. Immer erstmal ein bisschen festhalten, wenn man sie geklebt hat. Ja, optional lässt sich jetzt dieser Kranz natürlich entweder auf den Tisch legen, eine Kerze reinstellen oder man kann den Kranz, ich habe jetzt auch schön das passende Band hier schon ausgesucht, muss mich ja vorbereiten auf die Videos. So, oder man kann diesen Kranz mit dem passenden Band an die Tür hängen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Fragen, Anregungen beantworte ich gerne. Und ich freue mich auf viele Abonnenten, treue Abonnenten und neue, egal wen. Und ach, noch ein kurzer Anhang zum Thema Wuschigras oder Panikum. Und zwar, es gibt viele Panikumarten, weil ich habe in einem meiner letzten Videos von meinen Gräsern gezeigt, wie ich die züchte. Also das ist ein Panicum Fontaine. Und also wie gesagt, wir kaufen das tatsächlich als Wuschigras. So steht es auch beim Anbieter auf meinem Einkaufszettel. Dieses Gras ist einjährig und es muss im März neu ausgesät werden. Und man kann das auch im Kasten ziehen. Aber also man kann da Samen kaufen. Die, den Bestelllink füge ich dir nochmal an in der Beschreibung. Und dieses Gras ist so nicht winterhart und wird aus Samen immer neu gezogen. Aber wenn du den Kasten stehen hast, also diese kleinen Samen, die werfen sich auch in den Boden. Und es kann auch sein, dass das in den kleinen jungen Trieben auch im Frühjahr kommt, ohne dass du es gesät hast. Und es gibt im Gegensatz dazu winterharte Gräser wie den Chinaschilf. Das Zebragras, das sind andere Sorten, die werden im Februar, März zurückgeschnitten und treiben jedes Jahr neu aus. Und dieses Gras ist wunderschön in Blumensträußen und allein schon eine Blüte, habe ich jetzt hier irgendwo eine Blume, wenn man zum Beispiel eine Blüte nur mit diesem Gras dekoriert, ich nehme es jetzt einfach aus meinem Gesteck, sieht das schon ganz anders aus als nur die Blüte allein. Also es ist sehr, sehr schön, um das im Hof irgendwo in den Topf zu haben mit diesem hübschen Gras. Ist eine Bereicherung. Ja, das ist kleiner Anhang. Aber ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt und sag einfach bis bald in meinen YouTube-Videos. Liebe Grüße von eurer Margit.